Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fische. Sonne und Mond stehen in Harmonie. Das schenkt uns einen inneren Gleichgewicht. Die chinesischen Astrologen bezeichnen die beiden als Himmelskaiser, das ist die Sonne, und als Himmelskaiserin, und das ist der Mond. Und die Bewegungen bezeichnen sie, dass sie besuchen verschiedenen Paläste. Heute besuchen die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin die Paläste des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Jeder Palast hat eine Mitte. Und wenn Sonne und Mond einen Palast betreten, eine neue Energie fällt, zieht sich erstmal zurück in die Mitte. Für uns ist es eine Botschaft, wenn wir vorhaben, etwas Neues beginnen. Erstmal brauchen wir den Rückzug, die Ruhe, die Nachdenklichkeit oder einen Plan. Und dann können wir Schritte machen, weil das führt zum Erfolg. Wie ist die Bewegung Sonne und Mond im heutigen Tag? Beide bewegen sich im Palast des Nordens und die Sonne hat die Mitte verlassen und macht schon Schritte. Und das für uns eine Botschaft ist, dass der Rückzug, wo wir auch die Ruhe finden oder die meditative Haltung suchen oder die Plan, die Nachdenklichkeit ist jetzt vorbei und wir sollen jetzt uns bewegen, auf anderen zugehen oder was wir vorhaben, können wir beginnen. Mond hat einen Einfluss von Skat. Diesen Stern Skat bedeutet übersetzt, wünsch dir was. Nicht nur das gibt uns Glück oder vermittelt uns Glück, sondern Mond begegnet sich in Tierkreiszeichen Fischen mit Neptun. Die beiden, Neptun und Mond, haben sehr viel Ähnlichkeit. Ich könnte sagen, sie haben eine ähnliche Essenz. Beide haben was Mystisches und beeinflussen unsere Fantasie, beeinflussen unsere Träume, beeinflussen unsere Visionen, die Vorstellungskraft und haben einen engen Bezug zu unserem Unbewussten. Und wenn sie sich wie heute sich treffen, ist es natürlich sehr intensiv. Also wir sollen auf unsere Träume hören, etwas visualisieren und dann kommt der Einfluss noch von Skat, was uns vermittelt, die Wünsche. Also wünsch etwas. Ein guter Einfluss bekommt auch die Sonne vom Polis. Und das bedeutet auch Glück, Erfolg. Also das ist auch ein sehr guter Einfluss. Gerade nicht nur das, sondern die Mond- und Neptun-Energie bekommt auch von Jupiter und Mars auch einen Einfluss und das bestärkt nochmal dieses Glück. Übersetzt heißt das auf unserem Leben, wir sollen uns bewegen, Schritte machen, etwas wagen. Dann unsere Wünsche bewusst wahrnehmen, unsere Träume verwirklichen, auf unserem Intuition hören, uns inspirieren lassen, auf die Träume hören. Die haben vielleicht eine wichtige Botschaft gerade und daran liegt das Glück. Und das ist so intensiv heute, dass nicht nur die Fischengeborenen und die Skorpiongeborenen, die das natürlich intensiver spüren, wirkt, sondern auf uns alle. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs und hat Einfluss von Tejat und Dirach, so wie gestern auch. Bedeutet auch Schritte machen.
und Stärke zeigen, Kraft zu zeigen, und die Rach bedeutet auch Schutz und das beeinflusst unseren Planet Erde. Und hier erleben wir die Realität, Materie und verwirklichen wir unsere Visionen. Es beginnt alles mit einer Idee und dann kommt das Gefühl dazu, das ist noch nicht greifbar, aber in Materie wird es manifestiert und das, was wir auf dem Erden dann auch erleben oder machen diese Erfahrungen. Aber es beginnt alles mit einem Gedanke oder mit einem Wunsch oder mit einem Traum, mit einer Vision. Und daran liegt die schöpferische Kraft, das zu verwirklichen. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen auf ihren Träume, auf ihren Visionen, auf die Intuition hören. Wichtig ist die Werte, das Selbstwertgefühl, die Wertschätzung, aber auch das Geld. Und die Fischengeborenen haben zurzeit Gewinnchancen. Das kann sogar größere Gewinn bedeuten. Wichtig ist, dass sie nach Gefühl handeln. Ein Gespräch kann die Fischengeborenen hindern oder kommt einer Lüge oder Betrug. Also achtsam sein mit Verträgen, achtsam sein mit Informationen. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und dann kommen diese Enttäuschungen. Aber sie haben jetzt gerade Kraft, sie haben Chancen und Möglichkeiten, zu ihren Werten zu stehen. Und das auch Verlangen, das sind auch mutige Handlungen und das können die Fischengeborenen verwirklichen. Und nicht vergessen, dieser Wunsch, dieser Stern, Skat, wirkt zwar auf uns alle, aber ganz intensiv, beeinflusst die Fischengeborenen. Und nicht vergessen, die Gewinnchancen gerade. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen machen kleine Schritte oder einen Besuch oder eine kleine Reise, kleinere Veränderungen und daran liegt die Glück. Eine größere Veränderung kommt noch, aber dieser rückläufige Uranus bremst es noch ein bisschen. Andere Einflüsse wie Gespräche oder Liebe wirkt auch sehr gut bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig auf anderen zugehen. Eine Brücke bauen, weil das hält alles im Gleichgewicht, die Gespräche suchen, die Liebe bewusst wahrnehmen, Gefühle zeigen, kommt auch etwas zurück, Dankbarkeit oder Liebe und das ist natürlich erfolgreich und erfreulich für die Zwillingsgeborenen. Die Zwillingsgeborenen sollen auch ihre schöpferische Kraft spüren und es umsetzen auf die Arbeit. Viele Zwillingsgeborenen bemühen sie sich, etwas verbessern im Arbeit oder starten die Selbstständigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas im Fluss, aber sie fühlen sich noch unsicher. Und diese inneren Unsicherheit sollen sie überwinden, besonders wenn es um Gefühle geht oder um die Liebepartnerschaft geht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Lernaufgabe oder Neuigkeiten. Viele auch erleben das in die Liebepartnerschaft, karmische Begegnungen, die Karma spielt gerade viele große Rolle bei den Löwengeborenen. Sie fühlen sich auch etwas unsicher und sie sollen auch diese Unsicherheit überwinden und etwas Neues wagen, etwas Neues starten, weil das führt auch zum Erfolg. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und Glück haben sie auch in der Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen befinden sie sich in einer Wandlung. Sie verändern sich innerlich, haben eine neue Einstellung zu etwas oder haben sie mehr innere Stärke. Wichtig ist bei der Jungfrau geboren, dass sie nicht versuchen, alles zu erklären oder alles überprüfen. Ich weiß, daran liegt die Stärke bei der Jungfrau geboren, aber so zurzeit lernen sie an die inneren Stimme hören oder auf die Intuition hören. Und oft kann man das nicht mit Verstand erklären. Und das
Daran liegt die schöpferische Kraft gerade bei den Jungfraugeborenen. Die Wagengeborenen machen eine große Reise. Das kann wirklich eine Reise sein oder Kontakte zu Ausland, aber das bedeutet auch eine innere Reise und auch Erkenntnisse. Verstehen die Zusammenhänge kann auch ein Studium bedeuten, wo sich die gerade bei den Wagengeborenen beginnen oder planen. Die Wagengeborenen haben Glück in die liebe Partnerschaft. Und das begeistert die Wagengeborenen und eine neue Idee, gute Gespräche oder ein wichtiger Termin erwartet auch die Wagengeborenen. Also nicht unsicher sein, es ist alles in Ordnung. Es ist vielleicht jetzt gerade alles zu viel, aber das führt zum Erfolg. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Anerkennung. Sie bekommen Lob. Aufstieg, besonders beruflich. Viele Skorpiongeborenen starten ihre Selbstständigkeit oder sind sie schon selbstständig und es führt gerade zum Erfolg. Sie stehen beruflich in ihren Höhepunkt. Gute Einflüsse, sehr gute Einflüsse haben gerade die Skorpiongeborenen. Chancen, Möglichkeiten, Kraft und Mut, Lob und Anerkennung und in die Liebe, Partnerschaft ist auch die Begeisterung. Und die Gespräche laufen gut und das begeistert auch die Skorpiongeborenen. Die Schützengeborenen ist auch ein Aufstieg. Viele Kontakte, Freundschaften, sie sind aktiv. Und nicht nur in Freundschaften, sondern auch in die liebe Partnerschaft bewegt sich einiges. Und es nähert sich auch die berufliche Chancen, die berufliche Möglichkeiten ausschöpfen, weil das ist gerade die Richtung, ein Aufstieg beruflich bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Sie haben gerade ein Lilith-Thema. Nicht nur heute, sondern das wird ein längerer Prozess sein. Das bedeutet Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Die Steinbockgeborenen sind nicht die großen Träumer, sondern sie leben die Realität, die Bodenständigkeit. Aber sie haben diese Fähigkeit, ihren Zielen erreichen, weil sie geben das nicht auf. Und dieser Prozess, wo sie sich gerade befinden, dass dieses Ziel soll ihr Traum sein, weil von diesem Traum wird auch wahr. Und es vermittelt nicht nur Lilith, sondern es vermittelt auch die Saturn-Energie und gerade die Sonnenkraft hier bei Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen haben auch ein großes Bedürfnis wahrgenommen zu werden oder dass sie Wertschätzung bekommen. Manche Steinbockgeborenen trauen das gar nicht zu und sagen, vielleicht ich bin nicht gut genug. Oder ich werde übersehen, egal in welchem Lebensbereich. Das kann im Beruflichen sein, das kann familiär sein, aber sie sollen das Vertrauen auf diese Auftreten, auf diese Ausstrahlung, dass sie wirklich dann diese Anerkennung bekommen. Und wenn da Einschränkungen da sind, weil sie bekommen diese Aufmerksamkeit nicht, dann sollen die Steinbockgeborenen auch Kraft zeigen und Mut zeigen und dieser Respekt von anderen verlangen. Weil das befreit gerade die Steinbockgeborenen und vermittelt eine stolze Haltung. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein. Es besteht immer die Möglichkeit, nach Ihrem Geburtshoroskop Fragen, Erkenntnisse gewinnen, in die Tiefe schauen und ich kann diese Fragen auch beantworten. Und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Aber es gibt auch andere Art von Fragen, was unserem Alltag betrifft, wie zum Beispiel, denkt er an mich? Liebt er mich noch? Ist er treu? Kommt er zurück? Wie denkt mein Chefin über mich? Soll ich in diesem Arbeit bleiben? Werde ich die Prüfung bestehen? Bin ich spirituell? Soll ich mich selbstständig machen?
Kann ich meiner Freundin vertrauen? Bleibe ich in dieser Wohnung? Kommt ein Umzug? Werde ich auf die Reise gehen? Und, und. Diese Fragen betrifft unseren Alltag, sind aber auch wichtige Fragen. Und das zum Beantworten brauche ich keine Analyse, aber das hilft. Und es funktioniert per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation. Sie können das auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dazu und ich beantworte die Fragen selbstverständlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei dieser Art von Beratung pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Heute ist 24. Dezember und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.